Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Version 0.77 und die Version ist zum Testen vorgesehen. So, ich werde jetzt mal anfangen, euch nicht mehr alles zu zeigen, sondern nur noch Ausschnitte von Dingen, die ich denke, die für euch dann noch interessant sind. Und das Ganze halt dann in einer komprimierteren Form präsentiere. Am Anfang dieser Folge werde ich euch noch eine Sache zeigen, auf die ich bisher in der Tutorial-Reihe noch nicht eingegangen bin. Glaube ich zumindest. Und zwar hier bei den Anführern. Da gibt es noch den Bereich Fraktionen. Und da gibt es, je nachdem welche Zivilisation man spielt, vier unterschiedliche Fraktionen. Und da kann man dann überschüssige Anführer zuordnen. Und je nach Stärken und Schwächen der Anführer kriegt man dann auch Boni. Da ist eine Kombination daraus, was ist das für eine Fraktion und was ist das für ein Anführer. Und dann bekommt man hier zum Beispiel ein erhöhtes Bevölkerungsmaximum auf seinen Welten und besseres Abbauen von Ressourcen durch Sternbasen. Oder hier bekommt man eine erhöhte Militärproduktion. Ja, aber das werden wir dann nachher auch sehen. Von der Idee her ist es halt so, die Minister, die sind eigentlich am wichtigsten. Gouverneure, ja okay. Also die sind erstmal wichtiger, Minister, Gouverneure, Kommandanten. Ja, und wenn man dann noch überschüssige Anführer hat, dann kann man die hier zuweisen. Das ist so die Idee. Okay, gut. Dann mache ich mal hier weiter und wenn es was Interessantes gibt, hole ich euch wieder dazu. Ja, hier gibt es ein Handelsabkommen. Einen Vorschlag von Lord Kona. Er würde uns seine Sicht teilen. Wir müssten ihm aber zwei Technologien geben und 280 Credits. Und das ist es uns nicht wert. Wir sehen hier zwei rote Minus-Symbole. Wir sind jetzt mittlerweile in seiner Schiffsreichweite. Das heißt, den Bonus haben wir nicht mehr. Und deshalb geht das jetzt deutlich nach unten. Diese zwei Minus-Symbole bedeuten aber nur eine Tendenz. Das heißt, wir waren vorher halt durch die, dass wir weit weg waren, außerhalb der Schiffsreichweite, hat sich unsere Beziehung sehr stark verbessert. Der Bonus fällt weg, also wird sich das jetzt wieder normalisieren. Das hier lehnen wir auf jeden Fall ab. Die Kryn und die Dwenjin, die sind nicht verfeindet. Noch nicht. Und dann gehen wir einmal hin und erkünden die Freundschaft und den diplomatischen Bonus sichern. Ja, wird auch direkt angezeigt. Dann haben wir da ein bisschen länger Ruhe, bevor wir ja wahrscheinlich mit dem Lord Kona dann in den Krieg, gegen den Lord Kona in den Krieg ziehen müssen. Das ist jetzt das Ergebnis einer Erkundung einer Anomalie. Und hier können wir 100 Credits ausgeben, um ein Trägermodul zu bekommen. Und das kann man dann, wenn seine Schiffe upgraden, im Level aufsteigen, da kann man dieses Upgrade-Modul einbauen. Und dann bekommen die Schiffe zwei Abfangjäger. Die Abfangjäger, die können dann in der Schlacht auch zerstört werden und bauen sich dann automatisch und kostenlos nach. So, die 300 Credits hätten wir. Wir hätten auch noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt eine sehr hohe Überzeugungskunst hätten, den Preis zu drücken. Oder wenn wir sehr einschüchternd wären, könnten wir sogar ja, das Modul umsonst bekommen. So, jetzt ist das so 400 Credits. Das ist praktisch ein Anführer. Ja. So, also das ist schon 300 Credits. Wir haben 400. Jetzt versuche ich mal hier zu überreden. Und das ist fehlgeschlagen. Kein Effekt. Ja. Hätten wir jetzt mehr Credits gehabt, hätte ich auf jeden Fall die 300 ausgegeben, um sicher zu gehen, weil das ist schon ein sehr gutes Upgrade.
Aber jetzt am Anfang sind die Credits sehr knapp. Ja, ist ein Constructor von uns und der gründet jetzt unsere erste Sternbasis. Wir haben hier ein Zustimmungsrelikt und dort einmal Thulium. Warum ist auch ein Planet von uns? Bei Kernwelten ist es auch sinnvoll, die Sternbasen in Reichweite zu haben, weil die dann unsere Kernwelten buffen können. Bei einer Kolonie ist das aber eigentlich egal. Aber man kann auch sagen, okay, das ist eine Militärbasis, die gibt dann in ihrem Umkreis gibt es Buffs. Wenn wir dann dort Schiffe drin haben und angegriffen werden, würde die Militärbasis uns halt auch noch einen Buff geben. Aber wirklich wichtig ist mir das nicht. Ich fliege jetzt trotzdem einmal dorthin. Man bekommt später noch Reichweiten-Upgrades der Sternbasis. Ja, dann ist der Effekt, ist die Effektreichweite weiter. Dann haben wir den Planeten noch da dran. So. Das Feld ist auf jeden Fall drin. Man muss aktuell immer vier Ecken ja mindestens berühren. Das Hexfeld wäre auch noch da drin. Ja, 1, 2, 3, 4 Ecken. Und das wäre zum Beispiel dann nicht mehr drin oder das. Ja, nur 3, nur 2. Und dann gründen wir jetzt die Sternbasis. Also wir haben die Möglichkeit, eine Kommunikationsbasis zu gründen. Die hilft uns dann vor allem, unsere Einflussgrenzen auszudehnen oder eine Militärbasis. Ich breche das jetzt nochmal ab. Dann überlegen wir uns mal, was hier taktisch angesagt ist. Also, mit Flotten hier kämpfen, hoffe ich eher mal nicht. Ich hoffe, wir werden dann eher hier so kämpfen, also offensiv. Und dann nehmen wir lieber den erhöhten Einfluss. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Ja, cool. Ja, da haben sie es richtig Mühe gegeben, sehr schön. So, und jetzt können wir die Sternbasis ausbauen. Wir sehen, dass Thulium automatisch abgebaut wird. Das wurde in den letzten Versionen geändert. Also da musste man noch extra explizit einen Minenring bauen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also die strategischen Ressourcen werden immer abgebaut. Man kann die nachher, wenn man in der Technologie voranschreitet, noch verbessern. Dann baut man hier 0,2 ab oder 0,3. Und wir sehen, in Reichweite ist ein Zustimmungsrelikt. Und um davon zu profitieren, um das zu erforschen, müssen wir dieses Archäologielabor bauen. Das kostet ein Modul. Ja, wir hatten 3, jetzt haben wir nur noch 2. Zum Glück hatten wir 1, sonst hätte ich euch das gar nicht zeigen können. Und hier gibt es noch... ja, ein... ein spezielles Kulturmodul, das gibt uns dann plus 10 auf Einflusswachstum, dann nochmal plus 10%, nochmal plus 2. Ja, hier fehlt noch ein Symbol dafür. Aber diese 20 Einfluss hat die Basis und sie generiert pro Runde 11,6. Ja, wenn wir dann in Zukunft mal einen Blick drauf werfen, wie sich da unsere Einflussgrenzen ausdehnen. Auf jeden Fall haben wir die zwei jetzt hier angebunden vom Thulium und das mit der Zustimmung schauen wir uns in der nächsten Runde an. Ja, also unser
Nächster Constructor ist auch hier angekommen, ist immer noch die gleiche Runde. Er hat noch 6 von 7 Bewegungspunkte, das heißt, wir könnten uns hier überlegen, noch woanders hinzugehen. Dom wäre noch einmal Durantium, aber wir können nicht alle drei Sachen erschließen. Wir möchten auf jeden Fall das Zustimmungsrelikt in Reichweite haben und ich hatte euch ja erklärt, ein, zwei Ecken reichen nicht, wir brauchen mindestens 4. Gehen wir einmal hier runter. Komplett drin, Durantium auch. Fernbasis gründen. Nochmal überlegen, Militärbasis oder Kommunikationsbasis. Auch das wird eine Kommunikationsbasis. Ja, wir machen mal eine Sternbasis. Muss ja jetzt nicht alles optimiert sein. Dann sehen wir mal den Unterschied. Ja, auch sehr schick. So. Jetzt können wir hier halt kein spezielles Modul bauen. Auch die Militärbasen haben spezielle Module, aber die haben wir noch nicht erforscht. Wir sehen hier auf der linken Seite den Effekt, den diese Basis auf Schiffe in Reichweite hat. Also es werden dort die Angriffe erhöht und die Verteidigungswerte. Das kann sehr mächtig sein. Also schlachtentscheidend. Definitiv. So. Wir wollen jetzt das Archäologielabor, um das Zustimmungsrelikt zu erforschen. Und da kommt der terranische Widerstand auf uns zu. Und ja, auf gute Nachbarschaft. So, das war wegen der Zustimmungsrelikten. Sind wir jetzt schon in der nächsten Runde? Nein, ich spiele nochmal weiter. Ja, wir sind immer noch in der gleichen Runde. Viel passiert und hier haben wir noch ein Kolonieschiff und eine tote Welt. Setzen unsere Spezialfähigkeit ein. Terraformen. Und kolonisieren. So, und da ist die Runde vorbei. Wir haben Anomalie Detection erforscht. Nächste Technologie. Tourismusministerium. Ah. Wir haben gesehen, dass wir teilweise Module ausgeben müssen. Und dann erforschen wir mal, dass wir Module bauen können in der Schiffswerft. Und wir bekommen direkt 2 Module kostenlos spendiert. Das hier wäre ein Modul für Kernwelten. Das war, wo ich erzählt hatte. Sternbasen können teilweise dann Kernwelten in Reichweite buffen. Und hierüber würde man die Produktion der Kernwelten buffen. Und die Sternbasis-Reichweite wird um 1 erhöht. So, jetzt haben wir die 2 Zustimmungsrelikte und dann schauen wir mal, ob wir deren Effekt erkennen. Und da steht 2-mal Zustimmungsrelikt mit 5%. Ja, das ist super. Und das erhöht ja jetzt auch Produktion und Wissenschaft. Also sehr wertvoll, die Zustimmungsrelikte. Und die können wir dann auch noch weiter ausbauen. Also die helfen uns sehr. Ja, ein neues Konstruktionsschiff wurde auch fertiggestellt und wir haben 2 Konstruktoren in Bau gegeben, um weitere strategische Ressourcen zu erschließen und eventuell auch Aufstiegskristalle oder auch unsere Kernwelt zu buffen.
Also, und hier wird es kulturell langsam knapp. Dieses Feld gehört uns noch zu 52%. Wir haben einen Constructor und werden dort eine Sternenbasis errichten. So. Einmal genau hinschauen. Wir haben hier keine strategischen Ressourcen und keine Relikte in Reichweite. Geht uns primär darum, hier diesen Kulturkampf nicht zu verlieren und eventuell sogar zu gewinnen. Also die Kryn sind ja auch kulturell schwach. Nur wir sind halt extrem schwach, deswegen können die uns ja zurückdrängen. Wir nehmen jetzt eine Kommunikationsbasis. Weil da hattet ihr ja schon gesehen, dass es dort eine spezielle Aufwertung gibt, die uns zusätzlichen Einfluss liefert. Und hier, die plus 10% nochmal plus 2. Aktuell sind wir halt bei Einflussgenerierung nur bei 1. Jetzt sind wir bei 11,6. So. Die Basis hat auch ein bisschen Militärstärke. Ja, 104 Hitpoints dann demnächst. Und alle drei Angriffsarten einmal erhöht. Man kann auch in die Kommunikationsbasis dann Verteidigungsmodule einbauen, um die Stärke der Basis selbst zu erhöhen. Das ist jetzt nur eine Runde später. Und wir sehen schon, wie wir hier kulturell uns wehren und ja, mal schauen, wie das dann in 10 oder 20 Runden aussieht. So, die Erforschung der Sternbasismodule ist abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt selber Module bauen. Reichweite um 1 erhöht. Dieser Buff für die Produktionsbuff für die Kernwelten. Und zwei Module kostenlos bekommen. Nächste Technologie. Das ist super. Kolonisierung von Extremwelten. Ja, bisher können wir die halt noch gar nicht kolonisieren. Und was auch interessant wäre, wäre Reisen durch die Subspace-Streams in andere Sektoren. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unseren eigenen Sektor, dass wir da dominant werden. Und das hilft uns auf jeden Fall. Ja, es ist einfacher, die Planeten selbst zu kolonisieren, als sie von anderen zu übernehmen. Und dann machen wir hier weiter. Sternbasisreichweite schauen wir uns an. Wir haben vor dem Upgrade hatten wir halt, war das ungefähr hier? Ja, halt ein Feld weiter. Für das Soranzium Vorkommen da oben rechts aber noch nicht. Da bräuchten wir noch 4, oder? Ne, das ist nicht dran. 1, 2, 3, 4 weitere Reichweiten-Upgrades. Das wird schwierig. Ein Bericht von unserer Heimatwelt Abaco kommt zu Nahrungsknappheiten. Die Reichen bunkern die Nahrung bereits und die Armen müssen darunter leiden. Wir haben jetzt die Entscheidungsmöglichkeit zwischen... Leidenschaftliche Ideologie geht auf 3 hoch. Aber wir haben 10 Runden lang minus 50% Wachstum auf allen Kolonien und minus 50% Einkommen auf 10 Runden. Ja, wir teilen mit den Armen. Wir können auch die knappen Mittel unter unseren Anführern aufteilen. Und dann würde autoritär auf 3 steigen. Minus 50% Wachstum für 10 Runden und minus 10% Zustimmung für 10 Runden. Und wir hätten... Okay, wir könnten einen Bürgerkrieg initiieren. Und wenn wir Verstohlenheit, ach, wir hätten halt unsere Verstohlenheit geprüft und wir haben eine 65% Chance.
Schönheit geht auf 2 hoch und dann nochmal. Also die Ideologie. Geheimhaltung geht auf 2 hoch und Verschollenheit plus 1. So. Also wahrscheinlich haben wir 65% Chance, dass niemand merkt, dass wir das waren. Und zu einem Drittel geht's nach hinten los. Wir nehmen die spannende Variante. Wir versuchen das mal. Und es war ein Erfolg. Ja, und niemand beschuldigt uns. Wir haben nochmal plus 1 auf Geheimhaltung. Oder Verstohlenheit. Und plus 25% Zustimmung für 20 Runden. Also da merkt man schon bei den Events, wie wichtig diese Charaktereigenschaften sind. Die kann man ja auch am Anfang bei dem Einstellen der Fraktion ändern. Diese Punkte, die man vergeben kann. Und je nachdem, wie man sich verhält, bekommt man halt auch ja, noch weitere Buffs auf seine Fähigkeiten, so wie jetzt hier. Ein Handelsangebot der Kryn. Wir könnten ihnen unsere Sicht geben, würden dafür 70 Credits bekommen und 2 Technologien. Das nehmen wir an. Also wir hätten auch hier übrigens die Möglichkeit mit Überreden und mit Einschüchtern noch einen besseren Deal zu erreichen, aber das machen wir nicht. Wir nehmen das an und haben dann vor allem die 2 Technologien, ja, 70 Credits noch dazu, auch nicht verkehrt. Ja, jetzt hier haben wir einen rosa Stern erkundet. Und da gibt es die. Wir haben da eine sehr gute Chance auf Promethion vorkommen. Und in diesem Fall haben wir auch 3 Vorkommen. Können das auch hier überprüfen, dass es nicht noch mehr sind. 3. Und 7 Asteroiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die liegen zusammen. Dass die so zusammenliegen, hat den Vorteil, dass man nur ein Asteroiden-Bergbauschiff braucht. Asteroiden-Bauschiff braucht, vielleicht so, ohne Berge. Asteroiden-Bauschiff, um die zu bewirtschaften. Allerdings bräuchten wir dort eine Kontrollzone. Die könnten wir auch leicht aufbauen, wenn wir dort eine Sternbasis errichten. Allerdings sind wir hier schon eigentlich nicht mehr. Eigentlich gehören wir da erstmal nicht hin. Ja, so gefühlt wären wir dann hinter die Frontlinien der Duengen und der Kryn navigiert, um dort die Sternbasis zu errichten. Kann man natürlich auch trotzdem machen. Ja, und das sind auch die. Also die Promethean-Vorkommen, die liegen halt hier auf der anderen Seite des Sektors. Dafür haben wir hier sehr, sehr viel Durantium, Thulium, Galerium ein bisschen. Aber Promethean ist hier. Und dann halt noch zu anderen Sektoren fliegen. Ah, falls man hier dann kein Glück hat. Und man kann auch über den galaktischen Basar, den wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben, dafür braucht man einen Finanzminister. Über den kann man auch strategische Ressourcen und Luxusressourcen kaufen, die man sonst nicht bekommt. Wir werden uns jetzt 2 Anführer schnappen, und zwar sind das ganz spezielle. Die haben nämlich die Fähigkeit, wenn sie als Diplomat eingesetzt werden, Technologien zu stehlen. Ja. Beide kosten allerdings auch sehr viel. Und damit wir an den nötigen Credits kommen, werden wir Geld drucken. Ja, 1000 Credits. Zustimmung minus 10% für 50 Runden. Jawohl. Dann holen wir uns die beide. Und weisen sie als Diplomaten zu. Mal den ersten beim tyrannischen Widerstand.
Und den zweiten halt dort, wo wir möglichst lange keinen Krieg haben möchten. Ja. Ach hier übrigens unsere Einflusszone, die dehnt sich mal weiter aus. Ja, eventuell die Krönen. Was wir sagen, die Krönen, die. Mit denen versuchen wir es zumindest uns gut zu stellen mit Lord Konrad Sekensen. Können wir da vielleicht auch eine Sternbasis reinsetzen, ohne dass es jetzt zu kriegerischen Handlungen kommt. So, weil es gibt auch einen diplomatischen Bonus. Nicht nur, dass diese Spezialfähigkeit kommt zum Tragen, sondern halt auch der diplomatische Bonus. Und das ist aber jetzt auch nicht aktiv, aber wir kriegen schon mal einen Hinweis, dass wir dort beim nächsten Zug dann den Effekt sehen werden. Bei dem terranischen Widerstand, da haben wir noch den Bonus, dass wir außerhalb der Schiffsreichweite liegen. Dann schauen wir uns da einmal an. Also wir das auch bei den anderen Grimmen gemacht haben. Sind alle nicht verfeindet. Na? Ein bisschen zu viel hinterhergeklickt. Hat die Beta nicht vertragen. So, nochmal. Und wir erklären die Freundschaft. Und wir vereinbaren offene Grenzen. Wir können uns dafür noch ein bisschen Credits geben. Ah, nicht alles, was sie haben. Alles runter. Ja, okay. Annehmen. Auch das gibt dann einen diplomatischen Vorteil. Wir haben einen Konstruktor fertiggestellt und auch dort braucht man wie bei den Kolonieschiffen einen Bürger. Und wir schauen mal, ob wir kriminelle Bürger haben. Das kann nicht der Fall sein. Der ist kriminell, okay. So, der kommt dann auf eine Sternbasis. Ah, nochmal ein Angebot von Lord Kona. Der möchte ganz viele Technologien haben, die bekommt er nicht. Auf Wiedersehen. So. Unser Constructor. Den wollte ich jetzt. Der ist in der Sternbasis, in der Schiffswerft geblieben, okay. Ja, wir können dort oben Thulium bekommen. Oder wir fliegen halt echt da hinten hin. Für Promethion. Aber wir haben ja auch den nächsten, die nächste kulturelle Herausforderung. Und ja, dann machen wir lieber das, um den Planeten. Ja, vor allem um unseren Planeten abzusichern, der ist super. Den haben wir auch bekommen über unsere Spezialfähigkeit. Über die Sporen. Ah, dann mal dahin. Ach so. Ich hab da irgendwas falsch gemacht. Gar nicht das Spiel. Ist jetzt unterwegs? Jawohl. Also ist. Gut. Ja, wir sind auf Weltraummonster gestoßen. Wir haben bei unserer Probe noch 4 Bewegungspunkte, um uns in Sicherheit zu bringen. Und die Weltraummonster haben 5 Bewegungspunkte. Schau mal, dass wir uns den stärksten von ihnen merken. Ah, zumindest von dem, was wir jetzt sehen. Ihr Angriff und dann jeweils 2 Verteidigung. Das merken wir uns dann auch. Neuer Wegpunkt. Monster.
eher genetisch und 2-2-2 Verteidigung und 10 Hitpoints, okay. Okay, der eine hat hier mehr Hitpoints, dann würde ich 20 HP aufschreiben. Unsere Hauptflotte. Und hier auch nach militärischer Stärke sortieren. Jetzt 60 Hitpoints, leider keine Verteidigung. Aber 14 in Angriff kombiniert. Naja. Also Verteidigung ist schon nicht schlecht. Also keine Herausforderung ist das. Wäre schon schön hier noch die Logistik voll zu machen. Auf 10. Um schneller Anomalien zu erkunden, möchten wir weitere Forschungsschiffe haben. Und diese, die Technologie dazu besitzen wir noch nicht. Und ja, wir haben sie an sich zur Verfügung. Aber sie steht ja nicht in der Auswahl. Und jetzt werden wir eine Sache vorher prüfen, weil wir haben den Slot noch nicht. Schauen wir mal, ob wir einen Anführer haben, den wir irgendwie einsetzen können. Auch als Forschungsminister. Okay, der gibt uns hier die plus 3 auf die Deception. Das ist aber Events gar nicht so verkehrt, wie wir gemerkt haben. Und als Gouverneur minus 10 Loyalität. Ja, okay, den werden wir nicht als Gouverneur einsetzen. So, und der wird jetzt mal unser temporärer Wissenschaftsminister. Und da bekommen wir dann halt auch die fünfte Technologie angezeigt zur Auswahl und plus 3% auf Forschung, weil er Intelligenz von 3 hat. So, dann gehen wir zurück. Und dort hatten wir noch keinen Erfolg. Und da sind die Forschungsschiffe. Das heißt, wir erforschen das, bekommen wir dann kostenlos ein Forschungsschiff und können neue Forschungsschiffe selbst bauen. Ja, da ist die Forschung abgeschlossen. Als nächste Technologie können wir unsere Produktion verbessern. Hier kann man dann Produktionsdistrikte upgraden, aber wir haben bisher kaum Produktionsdistrikte. Und wir können hier in der Waffenforschung weitermachen. Das ist ja auch eine Mission von uns. Noch nicht dieses, aber das hier. Das wäre, da hätten wir dann eine Mission abgeschlossen, wenn wir das erreichen. So, wir schauen uns unser Forschungsschiff an. Das hier, das haben wir kostenlos bekommen. Und dann, ja, können wir einfach weitermachen. Haben wir jetzt praktisch die doppelte Geschwindigkeit schon dabei. Weil mit einem Forschungsschiff haben wir ja die Partie begonnen. Und das ist jetzt unser zweites. Und wir können in der Schiffswerft auch neue Forschungsschiffe bauen. Das machen wir auch ruhig. Dann haben wir 3 Forschungsschiffe. Die Forschungsschiffe brauchen immer für jede Anomalie 3 Runden. Wir sehen ja auf der Map, dass auch sehr viele Anomalien sind. Also werden wir von dem dritten Forschungsschiff auch profitieren. Wir sind hier mit unserer Armee vor einer leicht verteidigten Anomalie und greifen an. Jawohl. Und können dann eines unserer Schiffe upgraden und haben ein Schiff bekommen mit 8 Bewegungspunkten, 2 Logistikkosten, 2 in kinetischem Angriff und 24 Hitpoints. Das Schiff können wir auch noch in unsere Flotte packen. Und die Flotte wird dadurch nicht verlangsamt, weil sie auch bisher nur 8 Bewegungspunkte hat. Also das ändert sich nicht. Und das Schiff können wir upgraden. Und
Ja, da nehmen wir ruhig nochmal den Raketenangriff, dass der gestärkt wird. So, unsere gesamte Flotte hat jetzt über alle drei Bereiche verteilt 18 Angriff. Und das ist noch das Ergebnis der Erkundung der Anomalie. Und wir können jetzt eine Mission starten, genauso wie bei den Laserwaffen, dass wenn wir da über die Mission dann später alle Raketenangriffe gebufft haben oder jetzt sofort auf dem einem Schiff plus zwei Angriff bekommen. Wir nehmen die Mission. Ja, hier ist jetzt die Frage, ob wir eine wirklich eine Sternbasis bauen dafür, weil wir dehnen uns einflusstechnisch doch aus. Können dadurch halt den Planeten strukturmäßig übernehmen, aber wahrscheinlich kommt es mit den Quenjin eh zum Krieg. Ja, jetzt ist es passiert. Dotrona hat es gemerkt, ist doch blöd mit anderen. In der Galaxie wäre doch besser, wenn ihm alles gehört. Und da gibt es jetzt minus 2 auf. Er möchte die Galaxie erobern. Das wird dann noch schlimmer im Laufe des Spiels. Und ja, da ist, man kann den Krieg hinauszögern, aber er ist eigentlich nicht zu vermeiden. Da müsste man schon sich genau ganz im Detail mit den Dungeon auseinandersetzen und eigentlich alle Register zücken, was sie so mögen. Also zum Beispiel Krieg führen mit ihren Feinden und sonstige Tricks anwenden. Und ja. Also hier kommt es dann wahrscheinlich eh zum Krieg. Das heißt, wir werden den Planeten dann hoffentlich militärisch einnehmen. Und dann können wir nämlich diese diesen Constructor nochmal einsetzen, um ein weiteres Zustimmungsrelikt zu erforschen. Das ist dann unser drittes Zustimmungsrelikt. Oh, und da sind Piraten. Okay, aber die können es mit einer Sternbasis nicht aufnehmen. Da müssen schon, ja, Precursor, Sentinels oder sowas kommen. Oder richtige Schiffe von Rivalen, um eine Sternbasis rauszunehmen. So, ein weiterer Constructor. Scannen nochmal und schauen, ob es dort Kriminelle gibt. Und das ist nicht so. Dann Erwartungshaltung wäre halt nochmal was hier. 15 Erwartungshaltung, kommt weg. So. Ja, wir haben mit unserer Probe ein schwarzes Loch erkundet. Da gibt es zwei Antimaterievorkommen. Das ist auch ähnlich wie mit dem Prometheon. Hier oben. Und wir haben eventuell hier hinten auch noch Glück, dass wir Antimaterie in unserer Nähe finden. Mal schauen. Vielleicht mit dem Forschungsschiff dann dahin fliegen. Wenn. Das dauert jetzt noch zwei Runden, wenn es hier fertig ist. Oder mit dem gerade bemannten Constructor dorthin. Ja, dann machen wir das ruhig. Gehen wir einmal darüber. Wenn der Konstruktor was findet, kann er auch direkt selbst die Sternbasis platzieren. Der terranische Widerstand mag es, dass wir offene Grenzen vereinbart haben. Also das gibt einen diplomatischen Bonus. Ein Jahr ist vorbei, beziehungsweise 53 Spielrunden. Und ja, es finden jetzt Festivitäten statt und wir bekommen einen Kulturpunkt und planen 20% Zustimmung für 10 Runden. So, und den Kulturpunkt, den können wir hier einsetzen. Das hier hatten wir ja bereits gemacht, plus 10% Zustimmung auf Kolonien und ein freier Anführer. Und hier könnten wir uns 50 Kontrolle organisieren.
Ansonsten hätten wir noch die Möglichkeit, wenn wir eine Technologie erforschen, einen Zustimmungsbonus zu bekommen und plus 30 Wissenschaftspunkte sofort. Je mehr leidenschaftlich wir sind, desto höher wird dieser Zustimmungsbonus, den wir hier erhalten, und wir bekommen plus 1 auf Diplomatie. Und hier bekommen wir plus 5 auf einschüchternd. Das würde uns dann halt auch bei Events helfen. Wir können bei Welten, die mindestens 50% Zustimmung haben, plus 15% auf Wachstum und Einfluss bekommen. Oder Anführer kosten weniger zur Rekrutierung. Dann können wir plus 5 auf Verstohlenheit bekommen. Und alle Anführer bekommen den Advokaten-Trade. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Könnte man mal ausprobieren, alleine deshalb. Plus 2% auf globales Einkommen, Forschung und Produktion. Und plus 5 auf Überreden. Und Russian kostet 25% weniger. Also wir haben viele Möglichkeiten, ja, das finde ich super. Das ist eins nochmal auf Diplomatie und Zustimmungsbonus. Jawohl, dann machen wir das. Und weiter geht's. Forschung abgeschlossen. Laserwaffentheorie. Wir haben jetzt ein neues Modul. Partikelstrahl. Laserangriff 2. Und verbesserter Laserstrahl. Angriff 3, aber dafür kostet das Illyrium. Illyrium haben wir bisher noch gar nicht. Ist Technologie? So. Ja, das springt einem ins Auge, die Farbe. Und das brauchen wir für unsere Mission. Und alle Laserangriffe bekommen plus 10% Angriff. Ich zeige euch mal unsere Schiffswerft, wo wir dann das gerade erforschte Modul finden. Und zwar eventuell auch schon hier. Ja, bei Laserangriff. Also das wird das neue Modul schon eingebaut haben, dieser Sniper. Hier auf der rechten Seite sieht man immer, was für Arten dort eingebaut sind. Hier kinetischer Angriff, Schaden 2. Haben auch noch die Eigenschaften von der Waffe. Also sowas wie Genauigkeit, Reichweite, Cooldown. Und wenn man selber Schiffe designt, dann man kann halt die vorhandenen Schiffe als Vorlage nehmen. Und jetzt habe ich das falsch gemacht, aber so ging es vorher eigentlich immer. Okay, Beta-Version, wird viel dran gearbeitet. So. Wir müssen uns... Okay, wir designen jetzt gerade ein komplett neues Schiff. Wir können uns erstmal für die Hülle entscheiden. Da haben wir winzige Hüllen und Frachthüllen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, so, dieses Schiff sieht aber super aus, dann wählen wir noch aus, wie es ausgerüstet wird. Und hier haben wir Antriebe gehabt und hier haben wir Waffen. Da wäre halt auch diese verbesserte Variante. Mit 3 Laser. Aber das Schiff würde halt auch Illyrium kosten. Wo stehen die Kosten? Sind die Kosten gerade nicht? Ja, wurde vielleicht auch jetzt in der Beta irgendwie vergessen, oder da oben stehen die normalen Konstruktionskosten.
Auf jeden Fall könnten wir das Schiff jetzt ja theoretisch auswählen, aber wir können uns die Lehrimkosten nicht leisten. Aber wenn man dann größere Hüllen freischaltet, dann kann man auch Schiffe bauen mit mehreren Modulen. Und ja, so funktioniert das von der Theorie her. Wir können dann unsere Unterhaltungsdistrikte aufwerten. Und hier werden wir demnächst 3 Unterhaltungsdistrikte haben. Und hier ist schon die Aufwertung eingereiht. Um die Aufwertung zu bauen, muss man hier einfach nur einmal auf das Plus drücken. Und dann werden alle Distrikte automatisch aufgewertet. Und wenn man neue baut, haben die auch das höhere Level. Die Kryn möchte mit uns handeln. Sie möchte ein Sternbasismodul haben. Und würden uns geben planetare Mobilisierung. Das würde halt so einen Weg führen, dass man auch Transporter bauen kann, um gegnerische Kernwelten einzunehmen. Aber das machen wir nicht. Wir möchten nicht, dass sie ja noch eifriger werden, Sternbasen zu bauen. Also ablehnen. Ja, wir haben mit dem Konstruktor jetzt schon mal das schwarze Loch größtenteils aufgeklärt. Und wahrscheinlich gibt es hier nur eine Antimaterie. Aber wir werden das oben noch aufdecken. Also hier zumindest die Hexfelder hier in der... auf dieser Ebene. Ja, und wir sind hier auf eine Sektorverbindung gestoßen. Und darüber könnten wir dann hier in den Sektor fliegen und dort würden wir dann auf 4 Rivalen treffen. Das wissen wir durch die Augen des Universums, dass sie hier sind. Ah, durch das Wunder, das wir ganz am Anfang der Partie gebaut haben. Mit denen könnten wir dann ja, Krieg führen oder auch Handel treiben. Oder gar nichts. Aber dafür fehlt uns noch eine Technologie. Wir sehen diese Verbindung zwar schon, aber wir können noch nicht durch sie durchfliegen. Nächste Sternbasis. Und wir haben jetzt schon unsere Reichweite um 1 erhöht. Und wir sollten in der Lage sein, alle 3 zu erreichen. Ja, Thulium, Aufstiegskristall und Zustimmungsrelikt. Aufstiegskristall ist gefährlich. Es bringt uns 2 Aufstiegspunkte und damit hilft es auch für den Prestigesieg. Allerdings wird mindestens ein Gegner, ein Rivale, erbost sein. Und das wird der Lord Kona sein. Bei den anderen 2 bin ich mir nicht sicher, ob die sofort stinkig werden. Aber wir werden das trotzdem machen. Wir werden uns hier alle 3 Sachen schnappen. Da sind Piraten unterwegs. Achtung. So, 1, 2, 3, 4 würde eigentlich schon reichen. Ja, wir können ja mal meine Theorie unter die Probe stellen. Auf die Probe stellen. Und das wird dann eine Militärbasis. Ja. So, also hat gereicht. Beides in Reichweite. Schau mal die Stimmung von Lord Kona an. Ob er jetzt schon drauf reagiert oder erst in der nächsten Runde. Okay, jetzt noch nicht, aber in der nächsten Runde dann wahrscheinlich. Hier haben wir auch eine Anomalie erkundet und wir sehen hier als Ergebnis plus 5 Erfahrungspunkte und zwar für alle Schiffe in der Flotte. Ja, also wenn man möglichst viele, auch Kriegsschiffe, die eigentlich mit der Forschung gar nichts am Hut haben, mit in die Flotte packt, dann hat man da halt einen entsprechenden Vorteil von. Ja, eine weitere Erkundung, eine Anomalie hat ergeben, dass wir ein Kolonieschiff bekommen können mit einem Drengen. Ja, der hätte halt wieder den Vorteil, dass er bei verschmutzten Welten er damit kein Problem hätte. Zumindest nicht so sehr wie die Baratak. Oder wir würden 300 Credits bekommen. Oder plus 10 Erfahrungspunkte. Credits sind halt spannend, weil wir gerade nur 123 haben. Aber wir werden mal den Drengen trotzdem nehmen. Als wir mal eine Welt noch kolonisieren möchten mit einer hohen Umweltverschmutzung.
Okay, das war's dann erstmal für diese Folge und beim nächsten Mal werden wir in dem gleichen Tempo weitermachen. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr möchtet, wie euch das gefällt oder Daumen nach oben. Wenn, ja, wenn ihr diese geballte Informationsflut, wenn ihr das gut findet. Ansonsten in der nächsten Folge halt wieder genauso und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier schon in den nächsten Sektor vorstoßen und ja, wahrscheinlich mit dem Lord Corona Probleme kriegen. Wie sieht das aktuell aus? Ah, gut. Aber das wird schon noch. Also der wird schon noch auf den Trichter kommen, dass wir noch wesentlich unsympathischer sind, als er es sich bisher vorgestellt hat. Okay, gut Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.